Gleiche Bildungschancen für alle, davon sind wir also meilenweit entfernt. Dabei ist Bildung wichtig, ein hoher Bildungsstand. Für jeden Einzelnen ist das wichtig, für die Karriere, für die Wohlstandssicherung. Aber man muss eigentlich hoffen, dass möglichst viele Menschen eben einen hohen Bildungsstand haben, eben nicht so ungleich verteilt, dass Bildung eben auch für die gesamte Gesellschaft eines Landes dazu beiträgt. Sie verhilft nämlich der einzelnen Volkswirtschaft zu Wachstum und Wohlstand. Wie groß ist dieser Effekt? Das kann man tatsächlich in barer Münze ausdrücken, und berechnet hat diesen Effekt Professor Ludger Wössmann vom IFO-Zentrum für Bildungsökonomik. Schönen guten Morgen, Herr Wössmann. Guten Morgen, Frau Seidel. Ja, Sie rechnen tatsächlich solche Effekte aus. Man kann jetzt nicht nach diesen komplizierten Methoden fragen, aber so grob zentral, gibt es da eine Zahl, die Sie sagen können, wie sich Bildung im Bruttoinlandsprodukt ausdrückt? Ja, man kann sich das in der Forschung halt anschauen, einfach wie gut sind eigentlich diese Basiskompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen in der Bevölkerung. Also denken Sie an den PISA-Test, irgendwelche anderen Tests, die wir in diesem Bereich haben. Und wenn wir da die PISA-Vorgängerstudien nutzen und anschauen, wie gut können denn eigentlich die Menschen in dem jeweiligen Land diese Bildungsleistung vollbringen, dann sehen wir, dass man damit 3/4 der langfristigen Unterschiede in den Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf erklären kann. Das heißt, wir können eigentlich den Großteil dessen, warum einige Länder langfristig reich werden und andere arm bleiben, dadurch erklären, was in den Köpfen ist, wie die Bevölkerung ausgebildet ist. Das ist eben wirklich so eine Investition in unser Wissenskapital, was effektiv am Ende des Tages viel wichtiger ist, sogar noch als das Kapital, was wir in Maschinen und Fabriken haben. Aber es ist eine langfristige quasi Geschichte, Korrelation. Also wenn wir jetzt eben gerade über die Wirtschaftsschwäche sprechen, hat das nichts mit dem Bildungsstand zu tun? Ja, natürlich, es hat mit dem Bildungsstand zu tun, den wir aber vor 10, 20, 30 Jahren gemacht haben. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir jetzt die Schulen verbessern würden, die Kinder mehr lernen würden, würde das natürlich in den nächsten 1-2 Jahren überhaupt nichts an der Wirtschaft verändern, weil diese Kinder noch im Bildungssystem sind. Man muss da sehr langen Atem haben. Aber das Spannende ist eben, wenn man das wirklich lange rechnet, wenn man zum Beispiel bereit ist, die Perspektive eines heute geborenen Kindes einzunehmen, ja, bis zum Ende des Jahrhunderts rechnen würde, dann sehen wir, dass sich diese Effekte extrem stark durchsetzen. Das ist halt dann eben so, dass nach und nach immer besser gebildete Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten, die deutlich besser sind als diejenigen, die in Rente gehen, und dann wir dadurch insgesamt eben nach und nach die Produktivität und damit das Bruttoinlandsprodukt erhöhen. Also wenn wir zum Beispiel das konkret machen, wenn wir es schaffen, 25 PISA-Punkte uns zu verbessern, das ist natürlich ein bisschen schwer zu sehen, was ist das genau, aber das ist ehrlich gesagt die Größenordnung, die wir in Deutschland nach dem PISA-Schock in den ersten 10 Jahren geschafft haben, dann ist das langfristig, wenn wir wirklich so lang schauen wollen, macht das 15 Billionen Euro aus. Das ist also etwas, was in der Größenordnung, weil es so lange wirkt und weil es insgesamt das Bruttoinlandsprodukt dann Jahr für Jahr verbessert, was ganz anderes als die Größenordnung, über die wir jetzt diskutieren, wenn auf mal beim Haushalt was wegbricht, weil es eben nicht nur in einem Jahr stattfindet. Bildungschancen sind ungleich verteilt. Auch das haben Sie eben untersucht. Und da gibt es verschiedene Einflussfaktoren. Wenn ich mir so Ihre Studie angeguckt habe, scheint es so, als wenn das Einkommen der Eltern fast die wichtigste Einflussgröße ist. Ja, es sind zwei Dinge, die am allerstärksten reingehen. Das ist das Bildungsniveau, das ist sogar noch stärker als das Einkommen der Eltern, also die gesamte Bildungsausrichtung in der Familie. Und das zweite ist das Einkommen. Spannenderweise ist, wenn man die Dinge berücksichtigt, dann ist es zum Beispiel so, wenn man anschauen will, so wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aufs Gymnasium kommt. Das ist dann, wenn beide Eltern kein Abitur haben, wenn man aus unterem Einkommenviertel der Bevölkerung kommt, dann gehen zwischen 21% und 22% dieser Kinder aufs Gymnasium. Wenn wir stattdessen beide Elternteile Abitur haben, oberstes Einkommenviertel, dann sind wir bei über 80%. Und das ist halt eine sehr große Ungleichheit der Bildungschancen, weil natürlich müssen nicht alle aufs Gymnasium gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, ob ich denn da hinkomme, sollte doch für ein Kind nicht davon abhängen, aus welchem familiären Hintergrund es kommt. Ganz spannend ist dabei, dass, wenn man diese Dinge berücksichtigt, Bildungsstand, Einkommen der Eltern, dann ist zum Beispiel der Migrationshintergrund kaum noch ausschlaggebend und auch die Frage des Status, ob das Elternteil alleinerziehend ist.
Das schlägt quasi gar nicht mehr aus dabei, ob zum Beispiel das Abitur gemacht wird. Genau, dafür ist es sozusagen, wirklich ist es sozusagen der sozioökonomische Hintergrund, die Bildungsausrichtung und auch das Einkommen. Der Migrationshintergrund ist dann sozusagen, schlägt deswegen durch, weil er eben tatsächlich in Deutschland sehr stark auch damit zusammenhängt. Wenn wir insgesamt eine Migration hätten mit höherer Bildung, wäre es auch für die Chancengleichheit natürlich wesentlich leichter. Also es ist insgesamt eine Geldfrage. Umso mehr müsste man ja dann schauen, dass die Politik da viel mehr tut. Ist das, stattdessen wird überall gespart, ist das den Politikern nicht klar, wie wichtig es wäre, da mehr zu tun? Ich glaube, es ändert sich gerade ein Stück weit. Ich habe jetzt gerade mehrmals Veranstaltungen gehabt, wo auf mal die Fraktionsvorsitzenden der Landtage zu Diskussionsrunden zu Bildung kommen, was glaube ich lange nicht so war. Wir sehen eben, dass der Rückgang jetzt gerade auch nach der Corona-Krise wirklich frappierend ist. Also wir haben einen Test, wo die Leseleistung der Viertklässler ein Drittel Schuljahr hinter dem hinterherhinkt, wo es vor 5 Jahren waren, ein halbes Schuljahr hinter dem, wo die Viertklässler vor 10 Jahren waren. Man muss das vorstellen, solche Rückgänge hat man eigentlich noch nie gesehen. Das heißt einfach so, die waren jetzt 4 Jahre in der Schule und ein halbes Schuljahr davon ist weg. Das ist ein extremer Faktor, aber wenn ich so Ihre Grafiken mir angeschaut habe, die Sie im Vorfeld geschickt haben, da geht es schon seit 10 Jahren abwärts. Ja, genau. Das ist eben das Spannende. Wir haben eigentlich sozusagen, wenn wir es langfristig anschauen, so ein trauriges Smiley. Wir haben den PISA-Schock gehabt und der hat viel ausgelöst. Wir haben auch mal auch als Gesellschaft insgesamt gesagt, es ist wichtig, dass alle Kinder diese Basiskompetenzen erreichen. Das braucht man zum Leben. Und darum wollen wir das haben. Und darum haben wir auch vorgelesen, aber wir haben auch von den Schulen mehr erwartet, wir haben von den Politikern mehr erwartet. Und das hat über 10 Jahre hin, so etwa 2000 bis 2010, zu deutlichen Anstiegen geführt. Und dann ist es wieder erlahmt, eingeschlafen und wir sehen seit etwa 2010, also seit über 10 Jahren, einen systematischen Abstieg. Und der ist jetzt seit der Corona-Krise nochmal deutlich stärker geworden. Also insgesamt glaube ich, dass wir eben auch als Gesellschaft insgesamt sagen müssen, nee, das wollen wir haben. Und das müssen wir von der Politik und auch von den Schulen einfordern. Und zwar nicht nur, dass die Kinder irgendwo betreut sind, sondern dass sie wirklich das vermittelt bekommen, was sie im Leben brauchen. Also da hoffen wir, dass gerade was passiert, dass da ein Umdenken stattfindet. Vielen Dank, Professor Ludger Wössmann vom IFO-Zentrum für Bildungsökonomik. Danke, dass Sie in der Sendung waren. Dankeschön.